Der 483er Benny Mar. Er hat einen ganz besonderen Grundriss. Wir gucken mal kurz hinten dran. Full GFK, Seitenwände GFK, ja. Hinten GFK, oben GFK, unten GFK. Was ist GFK? Das ist ein Glasfaserkunststoff. Das ist einfach, ich glaube, das kennt jeder, Fiberglas. Das ist ein sehr gut zu bearbeitender Bootsbau. Kunststoff, der auch im Bootsbau in ganz massiver Art sehr viel verarbeitet wird. Ja, alles ist hier wirklich mit Fugen versehen. Du hast Crashboxen mit drin. Falls du mal einen Anstoß hast, das ist, ich sag mal, einzeln auszutauschen. Das ist was Besonderes. Da hast du eine Garage mit drin. Da kannst du wirklich hohe Sachen mit einladen. Ja. Denn du hast hier unglaublich viel Platz. Und das ist ein Bett. Ja. Klär mich auf. Ein ganz überraschenden Grundriss. Das ist ein Hubbettwagen, relativ kurzer Hubbettwagen, der aber hinten trotzdem ein Einzelbett hat, wenn man es braucht und wenn du es nicht brauchst. Und dann kannst du das eben genauso auch dann zu Hause lassen, hast eben eine große Garage und hast dann einen Wagen mit einem Hubbett. Okay, das heißt, wenn also, ich sag mal, Großeltern haben einen Enkel, dann fährt er mal mit. Ist es, ja. Also dieser Grundriss hier, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, ob ich ihm Chancen gebe. Aber die Bestellungen nach dem Grundriss, das ist phänomenal, wie der angenommen wird. Phänomenal. Das heißt, du kannst hier richtig Fahrräder alles einladen. Du kannst es auch benutzen, um doppelt zu laden. Wenn du keine Fahrräder hast, kannst du in zwei Etagen laden. Ja. Das ist eine Besonderheit. So, so kannst du es machen. So, genau. Da kannst du es sehen. Der Preis, absoluter Hammer, 69.980 Euro. Der ist relativ voll ausgestattet, oder? Ja, natürlich. Du bräuchtest noch eine Markise, noch vielleicht eine Sattantenne. Aber ansonsten, ich brauche weder eine Markise noch eine Sattantenne. Okay. Das muss ich dazu sagen, weil ich beides nicht benutze. Die ist schon gut bei dem Wagen. Wir haben Rahmenfenster, Sand. Rahmenfenster, Druckwasserpumpe. Es gibt keine Kleinigkeiten, die du dazu bestellen musst. Das haben die Fahrzeuge dann bereits. Sie werden in Italien, in Spanien gebaut, in Handwerksqualität. Das werden wir gleich mal sehen. Also das ist was ganz anderes, wie man kennt. Das Klapperverhalten sehr gering. Simone, du hast einige gesehen. Das Design ist wirklich unterschiedlich. Ist was ganz anderes. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Aber bis jetzt hat mir die Marke ganz gut gefallen. Das ist so, sie kommt aus Spanien. Wer also gute Qualität haben möchte, zu einem ansprechenden Preis, also deutlich unter 100.000 Euro, bist du hier mit 70.000 Euro mit einem Design, einer großen, richtig großen Sitzgruppe. Ja, du hast eben gesagt, du liebst Rundsitzgruppen. Hier hättest du ja eigentlich schon eine Rundsitzgruppe so groß, wie das ist im vorderen Bereich vom Fahrzeug. Es ist so riesig, also das ist keine kleine Sitzgruppe, die du kennst, aus den Teilintegrierten. Das hier ist eine richtige Liner-Sitzgruppe. Das ist eine riesen Lounge, das hier. Komm, wir gehen mal rein, zeigen das mal. Denn auch der Raum hier, du hast ein richtiges Badezimmer. Du brauchst dich hier nicht irgendwie eingeengt zu fühlen. Das ist alles riesengroß. Dadurch, dass du diesen Heckkleiderschrank hast, den wir gleich sehen, das ist das, was die meisten Leute vermissen. Ein Kleiderschrank, der größer ist als im Wohnwagen. Richtig, genau, ja. Große Spüle. Und das ist eine Besonderheit. Ja, kriegst du einen großen Pizzateller mit rein. Ja. Drei Flammen Kochfeld mit drin von Ted Ford. Dann für den Sonntagsbrunch. Die Besonderheit hier wirklich viel Platz. Zeig mal. Also großer Kleiderschrank und der ist riesengroß. Wow. Ja, das ist, der geht bis hinten durch. Da kannst du also wirklich laden. Alles kriegst du hier rein, was du möchtest. Du hast eine Riesenstange. Ich habe ein neues Lieblingsauto wegen dem Schrank. Guck dir mal die Stange an. Ja, ja. Die geht bis hinten hin. Warte, ich zeig das mal, dass du mal siehst, wie groß der ist. Du gehst hier rein. Simone, geh du ruhig mal rein, dass man mal den Unterschied sieht. Und wenn du mal reinkrabbelst, bitte, sei so nett. Nee, mach das nicht, da wirst du dich noch verletzen. Weil hier vorne diese... Ich weiß, ich hätte es jetzt wieder gemacht und dann wäre wieder was kaputt. Nee, ich meine, das ist ja nicht dafür gedacht, dass er da reingeht. Geht. Aber hier kannst du wirklich, also hier kannst du leben. Hier könnte man denn schlafen. Ich sag mal, eine spezielle Matratze angepasst. Hunde zum Beispiel kannst du reinmachen. Könntest du machen. Ne? Ansonsten, wenn du unten hast du ja noch das Bett. Und wenn du es nicht brauchst, ist dann eben noch diese Rohrlade da. Sodass du eben den Stauraum, wenn du den voll belädst, dann eben nicht offen das siehst. Toll. Das ist ja wirklich fast so groß wie bei manchen der Schrank daheim. Was ich toll finde, ist, du kriegst richtige Flugkoffer rein. Also es ist ja so, dass meine Tochter fliegt immer. So, und dann hole ich die ab vom Flughafen. Da weiß ich gar nicht, wohin mit dem Koffer. Die kriegst du da hinten rein. Die können die zwischenspeichern. Das ist unglaublich, der Raum. So, dann kommt es noch besser. Geh mal unten rein, dass wir das sehen. Das Bett, Vorsicht, Kopf. Ja. Das, wenn man mal drin ist, ist man drin. Und dann kannst du, wenn du sagst, hey, ich hab keine Bock mehr auf Mami und Papi, die mich fahren, dann machst du einfach zu und tschüss. Dann unten rein und dann sieht es auch ordentlich aus und aufgeräumt. Genau, wenn du jetzt das als Stauraumgarage nutzt, dann hättest du eben einen riesen Vorteil, was kaum jemand hat. Du kannst von innen in die Garage, du hast ja kaum einen Wagen, wo du von innen in die Garage kannst. Du könntest es nutzen eben auch für einen Umbau für Hunde, dass die Hunde eben hinten einen Platz haben. Ach, die kommt da rein, dann eine richtig große Hundebox hinten rein. Oder eben sogar
jetzt es ist kein Spaß, es sind ja viele Leute, die eben nur einen Hund mitnehmen. So hat man seinen Platz unten drunter noch, unter der Matratze zum Beladen. Mhm. Und so hast du eben einen die Hunde haben richtig Platz, also das ist richtig schön. Ja, das ist unglaublich toll. Dann diese Box, die du hast für die Getränke unten drin, das finde ich klasse. Das ist alles Kühlschrank, von oben bis richtig, unten. Richtig, ja. So, die haben das getrennt. Oben hast du Kühlschrank, bitte, Simone. Einmal öffnen. Und was unglaublich ist, ist wirklich das Badezimmer. Dann kriegst du wirklich Zustände. Diesen Grundriss musst du gesehen haben. Das heißt, es können also drei Leute drin schlafen. Wie toll. Geh mal rein. Ja. Das war jetzt leicht affektiert, wenn du jetzt in die Kamera schaust und nochmal richtig sagst, oh, wie toll. Nee, das kann ich jetzt nicht nochmal, dann ist es nämlich nicht mehr authentisch. Okay, aber es hat dir gefallen. Es hat mir gefallen. So, da vorne ist das Badezimmer mit Riesendusche. Also es ist wirklich wie im Liner, sogar noch größer, würde ich sagen. Guck mal hier, du hast eine Riesendusche. Es fühlt sich alles nicht so popelig an, ja. Es ist alles... Aber man muss ja sagen, das ist kein großes Fahrzeug. Wir sind auf 6,50. 6 Meter, guck mal, sie kommt schon richtig. 6,50 Meter Länge, es ist kein großes Fahrzeug. Das ist cool. Auch im Klo, da hast du viel Platz. Die Haken an vom. Erkennst du das? Ach, das ist der Haken an dem Auto. Das ist das Logo. Das ist das Benimar-Logo, was drin ist. Da vorne hast du noch Platz, mach mal auf. Was man da noch vielleicht. Wow! Jackpot! Das ist ein Apotheker im Bad. Ich glaube, da träumen viele von, oder? Weil du hast ja viele Sachen, die du mitnimmst, alleine Hygieneartikel. Jetzt überleg mal, was das alles an Platz wegnimmt. Ja. Perfektes Frauenauto, ne? Ja. Der Mann kann hinten schlafen, da hat man seine Ruhe und die Frau hat Kleiderschrank und eben alles am Stau. So. Jetzt, was meinst du, warum es mir so gut gefällt? So, großer Spiegel. Alles hat so eine, ich sag mal, Optik. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so spiegelnd, im Prinzip so eine Satin-Metallic-Optik. Guck mal hier, wie das spiegelt hier dran. Das ist so schön. Ja, beim Aluminium würde man sagen, es ist gebürstet. Ja? Das ist so ein Effektlackfass. Und obendrauf da kannst du auch noch Sachen ablegen. Du hast gesagt, den Filmer nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, den Filmer. So, das Bett kommt so weit runter. Kann hier noch tiefer gehen? Noch tiefer kannst du gehen. Das machen wir jetzt mal. Ich kann ja ganz tief gehen. So, dass jemand nämlich ohne Mühe einfach einsteigen kann. Und das ist das Geniale. Also ich kann noch tiefer gehen, weil der Sitz... Der passt. Mach mal. Jetzt flippst du aus. Ja, jetzt flippe ich aus, pass auf. Flippst du? Ja, das sah denn nicht. Ah, der Strom ist aus. Strom ist aus. Weil du hast nämlich einen elektrischen Tisch. Ja. Und dann geht der Tisch auch noch mit runter. So, elektrischer Tisch, der Tisch geht runter, sagt der Stefan. Ja. Und dann so. Kannst du ganz tief runter gehen. So, das aber jetzt am Anschlag hier. Jetzt hat er seinen Abschalter momentan so weit gemacht, damit niemand was kaputt macht auf der Messe. So, das könnt ihr programmieren, oder? Aber das kann man programmieren. Wir können mit dem ganz runtergehen, sodass wir mit dem hier auflegen auf dem Polster. Das geht? Ja. Auf dem Polster. Das heißt, du kannst einfach Popo drehen, hinsetzen. Ja, das geht. Mach mal drunter, was da drunter ist. Lattenrost, Rausfallschutz. Das ist Handwerksarbeit. Das ist jetzt nicht, wir sprechen bei Benimar hier über Aluprofile an den Seiten. Ja, ja. Das Ganze ist rahmengefasst. Ich guck mal hier, wie das ist hier mit den Hölzern, die hier dran sind. Wenn du mal kurz mal daran rüttelst, hier an der Seite. Die geht gar nicht. Da rüttelst du nichts. Also eine ganz andere Qualitätsstufe. Jetzt überleg mal, wir sind mal wieder unter 70 hier bei dem, oder? Ja. Unter 70. Und die Sitzgruppe, die ist so gemütlich. Das ist richtige Liner-Klasse-Sitzgruppe, die du hier drin hast. Wir setzen uns mal hin, wenn du dich mal gerade auf die andere Seite setzt. Kann man das hier auch noch als Bett umbauen? Ja. Hier unten? Ja. Das ist natürlich dann, du entscheidest dann, wie hoch du das Bett runter machst. Weil wenn du es ganz tief machst, bis hier hin, brauchst du nicht mehr zu schlafen. Aber wenn du das Bett eben dann auf halber Höhe machst, dann könntest du das auch machen, weil der Tisch ist ja elektrisch absenkbar. So, mal wieder dieses Riesenlicht da oben. Ja, das könnte wirklich, die ganze Lichtstimmung geht kaputt durch die Messelichter, aber es geht nicht anders. Hier auf der Messe, wir können die nicht alle ausbauen. Du kannst beides drehen. Du hast einen Riesenplatz hier drin und es ist das perfekte Hundeauto. Für insgesamt würdest du sagen, 3 Personen optimal, oder? Für 3 Personen optimal, ja. Für 3 Personen optimal. Das heißt, du hast einen Enkel, du kannst den Tisch elektrisch absenken. Ja, genau. Krass. Aber es könnten sogar 5 schlafen, also so ist nicht. Guck mal, die Fliegengitter. 5 Sitzplätze. Ja. Die Fliegengitter, wie gut das gemacht ist, wenn du mal gerade rauf und runter fährst. So wie man es eigentlich Privacy. Auch, ne? Ja.
Ach, mich hast du überzeugt, aber ich sag mal, die Leute müssen wirklich erfahren, was ist Benima. Ich habe das Gefühl, hier auf der Messe, ja, wir haben ja einen ganzen Tag lang spanische Fahrzeuge gefilmt. Die kommen, die Spanier, weil die Verarbeitungsqualität auf einem Niveau ist, wie viele, ich sag mal, Serienhersteller, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Nee, es gibt ganz andere Details, die wir so nicht kennen. Alles wiederholt sich ja bei vielen Fahrzeugen mit gleichen Zulieferern. Ja. Und hier sind einfach andere Materialien, andere Zulieferer auch. Es hat mich auch schon gewundert, dass ich Benima noch nie gehört habe, aber mich haben die auf jeden Fall überzeugt bisher. So, großer Baldachin, der ist hier mit drin, eine große Küche. Da ist nochmal der Blick auf die Küche und den Raum. Und du hast wirklich Gehwege, dass auch kräftige, dicke Leute hier durchkommen. Da fragen mich so viele danach, geht das? Guck mal hier, wenn du einen dicken Bauch hast, ja, vielleicht zeig das mal gerade. Vielleicht brauchst du demnächst ein Curvy-Model, oder? Nee, ich brauche kein Curvy-Model. Die Leute, die dick sind, die wissen, dass sie dick sind. Und die haben das Problem, die können nicht durchgehen. Die haben keine Höhe. Du hast hier eine Stehhöhe. Ich bin 1,83. Ich bin jetzt unterm Hubbett runter. Das ist schon richtig viel. Da ist jetzt ein Schalter drin, da würde Automatik gehen? Ja, den kannst du auch mit Automatik bekommen. Und mit dem großen Motor, das ist genau. Bei Ford kein Riesending, ja? Nein, überhaupt nicht. Hier siehst du, der Rückspiegel ist die Rückfahrkamera. Ja. Das ist gut gemacht. Und das Polster hier, die Sitze sind richtig bezogen. Das heißt, die haben jetzt nicht nur so einen Überzug drüber, sondern das ist wirklich komplett beledert. Mhm. Gut, ja, wir sind durch. Den Alkoven, den haben wir irgendwie nicht gefunden. Den Grundsitzgruppe. Ja. Aber ganz ehrlich, der Grundriss hier, der nimmt das da fast in den Schatten. Ja, das ist wirklich so. Also, wieder was gelernt. Benima aus der Volksrepublik. China ist es nicht, sondern aus Spanien. Kostet 69.980 Euro. Tolle Verarbeitungsqualität. 6,59 Meter Länge haben wir jetzt gesehen. Ja, und innen drin fühlt man sich wie in einem 10-Meter-Fahrzeug. Ja, bei einer Breite von 2,30 Meter, einer Höhe von 2,89 Meter und immer noch 550 Kilo Zuladung. Das ist doch ordentlich, oder? Ja. So, hier top. Sind wir. Fazit? Mir gefällt er sehr gut. Danke. Vielen Dank fürs Zuschalten. Man kriegt übrigens 5 Jahre Garantie noch von der Car-Garantie mit drauf für 888 Euro. Kannst du das auch in Saarbrücken machen später? So oder so ähnlich? Das ist so ein Special, oder? Das ist ein Special jetzt hier, ja. So, das heißt, aber es gibt trotzdem, es gibt Möglichkeiten für relativ wenig Geld auch die Garantie zu verlängern. Danke. Tschüss. Ja, tschüss hier aus Düsseldorf. Wohnwagen Vogt, muss man sagen. Wohnwagen Vogt ist aus Saarbrücken. Die Leute kommen aus ganz Deutschland hier rein. Also die kommen zu euch. Ihr macht das seit 60 Jahren. Du bist zweite Generation. Genau. Stefan Buhr, ich danke dir. Tschüss. Ja, ciao.